Goethe-Zertifikat B1. Prüfung sprechen. Thema: Brauchen die Kinder Ganztagsschule? In meiner Präsentation möchte ich mich mit dem Thema Brauchen die Kinder Ganztagsschule beschäftigen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Unter gebundene Ganztagsschule versteht man, dass sich die Kinder an mindestens 4 Wochentage mit mindestens 7 Zeitstunden im Klassenverband an der Schule befinden. Der Pflichtunterricht ist dabei auf den Vormittag und Nachmittag aufgeteilt. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, erinnere ich mich an die 6. Stunde gegen 13:30 und wie müde wir da schon waren. Dann tut mir die Kinder leid, die sogar noch 2, 3 Stunden länger bleiben. In meinem Heimatland gibt es keine Ganztagsschulen, weil das bei uns ungewohnt ist. Bei uns gehen Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in den Kindergarten, danach in die normale Schule, wo bleiben sie Maximum bis um 14 Uhr. Jede Münze hat aber zwei Seiten, also es gibt ein paar Nachteile und auch Vorteile. Als Vorteil höre ich häufig das Argument, dass dort werden die Schüler normalerweise bis 16 Uhr pädagogisch betreut. Häufig gibt es danach noch eine abendliche Betreuung. In dieser Zeit werden bereits die Hausaufgaben erledigt. Eltern um das Erledigen der Hausaufgaben nicht mehr kümmern müssen. Streit um das Erledigen der Hausaufgaben entsteht zu Hause also nicht. Aber Kinder haben keine Chance, draußen bei Tageslicht zu spielen. Und das ein großer Nachteil ist. Es sind Kinder. Sie müssen spielen und nicht den ganzen Tag in der gleichen stressigen Welt zu leben wie wir. Außerdem die Schüler sich emotional von den Eltern entfernen. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass die Schüler, die mehrere Jahre Ganztagsschule gehen, verbessern ihre Note und lernen besser und können sich selber zu organisieren. Aber die Eltern sollen sich auch Zeit für die Kinder nehmen. Und ich wollte auch sagen, dass Besuch einer Ganztagsschule zu der Persönlichkeit ihres Kindes muss passen. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.